Die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt Fragen. Und dabei geht es nicht um Details, sondern um Grundsätzliches. Es geht nicht um einen Mindestlohn oder die Deckelung hoher Einkommen. Nicht darum, welchen Mehrwertsteuersatz die Bratwurst hat, wenn sie beim Imbiss oder im Restaurant gegessen wird. Nicht um Radio- und Fernsehgebühren, nicht um Tempolimits oder Steuerprivilegien, sondern um eine Richtungsentscheidung. Die Volksinitiative fragt zweierlei. Erstens, was will ich eigentlich? Was würde ich tun, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre? Wofür engagiere ich mich, wenn ich mich frei entscheiden kann? Das ist die Frage, die mich auf mich selbst zurückwirft. Sie spricht mich als selbstbestimmtes Individuum an. Es geht um das Bild, welches ich von mir selbst habe. Die zweite Frage lautet, bin ich bereit, den anderen die Existenzgrundlage bedingungslos zu gewähren? Kann ich mir vorstellen, dass sie ein Grundeinkommen erhalten, ohne dafür erst Auflagen erfüllen oder Leistungen erbringen zu müssen? Bin ich willens, die anderen über ihr Leben selbst bestimmen zu lassen? Bei dieser Frage geht es um die anderen als selbstbestimmte Individuen. Es geht um das Bild, welches ich von ihnen habe. Würde das bedingungslose Grundeinkommen von einem Monarchen, einer Regierung oder einem Parlament verabschiedet, wäre seine Wirkung viel geringer, als wenn die gesamte stimmberechtigte Bevölkerung eines Landes die Fragen bewegt, die das Grundeinkommen stellt. Die Fragen, die das Grundeinkommen stellt, lassen sich nicht delegieren, denn sie fragen nach uns selbst. Deshalb ist es stimmig, dass wir uns gemeinsam darüber abstimmen. So, wir sind schon beim zweiten Stunde angelangt. Wir sind beim Programmpunkt die meistgestellten Fragen. Bei der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt es vier Fragen, die eigentlich fast immer gestellt werden. Und wir haben Expertinnen und Experten gefragt, ob sie diese vier am häufigst gestellten Fragen für uns beantworten können. Und zwar immer von einer Befürworterin und oder einem Gegnerin. Wir fangen mit der ersten Frage an. Wie soll das Grundeinkommen finanziert werden? Wir haben als Pro-Stimme Enno Schmidt, einen Filmemacher, eingeladen. Ich bitte dich auf das Podium. Bitte einen Applaus für Enno Schmidt. Und auf der Kontraseite bitte ich Professor Rainer Eichenberger, Leiter des Seminars für Finanzwissenschaft von der Universität Fribourg, bitte ich aufs Podium. Herzlich willkommen. Ja, und jetzt will ich gar nicht viel Zeit verlieren, weil die beiden Herren haben den Auftrag bekommen, in 5 Minuten maximal Sprechzeit die Frage zu beantworten. Und ich übergebe das Wort Enno. Okay, die kleinste Frage der Welt. Wie wird das bedingungslose Grundeinkommen finanziert? Und das machen wir jetzt mal in 5 Minuten. Erster Punkt. Es gibt ein paar Voraussetzungen, um es denken zu können. Eine ist Realismus. Wir haben noch kein Grundeinkommen, wir stehen davor. Alle Überlegungen, wie das in Zahlen ganz genau aussieht, wie das mit dem Außenhandel ganz genau aussieht, alles, was da zusammenwirkt, kann man jetzt nicht genau beantworten. Wer das will, ist unseriös, weil sich so viele Parameter ändern und aufeinander einwirken, dass man jetzt nur über das Prinzip sprechen kann. Wie kann das im Prinzip gehen? Zweite Voraussetzung, bevor man sich überlegt, wie finanziert man denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht mal schauen, wie finanzieren wir überhaupt Einkommen? Einkommen, die wir ja alle haben, alle brauchen zum Leben, ist ja ein Menschenrecht, werden finanziert
durch die Preise, die wir als Kunden, Konsumenten zahlen, wenn wir uns was kaufen. Wenn ich mir eine Flasche Wasser kaufe im Laden, dann ist dieser Preis, den ich zahle, anteilig Einkommen für die, die in dem Laden arbeiten, die das Wasser abgefüllt haben, die Flasche hergestellt haben, die Rohstoffe geschürft haben, die Transportmittel hergestellt haben, die Energieversorgung und so weiter. Wenn ich etwas kaufe und einen Preis dafür zahle, zahle ich Einkommen. Dann zahle ich auch das, was die Angestellten an Steuern abgeben. Steuern sind auch für Einkommen und die sind auch in den Preisen drin. Also, Einkommen finanzieren wir als Konsumenten. Nicht wer fleißig ist, zahlt für die anderen mit, sondern wer fleißig was kauft, viel kauft, zahlt viel Einkommen, zahlt auch viel Steuern mit. Dritter Punkt, ganz schwer zu verstehen, klingt sehr einfach, ist aber schwer. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre für alle, für jeden, nicht nur für die Armen, nicht nur für mich, nicht nur für andere. Es wäre eine Grundlage in der Gesellschaft, keine privatpersönliche, sondern ein demokratisches Recht, ein demokratisch-rechtliches Einkommen für alle. So, jetzt gehen wir in die Finanzdynamik. Und zwar vom Grundeinkommen ausgehend. Stellt euch vor, jeder hat dieses bedingungslose Grundeinkommen. Jeder. Was passiert? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die Löhne neu verhandelt. Wahrscheinlich werden alle Arbeitseinkommen in der Privatwirtschaft, aber auch die, die vom Kanton, von den Gemeinden, dem Bund, also vom Staat ausgezahlt werden, für die Angestellten, Soldaten, Polizisten, wahrscheinlich werden alle Arbeitseinkommen neu verhandelt und sinken etwa um die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens, denn das hat ja jetzt jeder separat und extra als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zwei Grundeinkommen kann es nicht geben. Eins ist der Grund, das nächste ist schon mehr. Grundeinkommen ist jetzt das bedingungslose Grundeinkommen. Das Gleiche wird aber auch passieren bei den Sozialleistungen, bei Renten, IV-Leistungen, Sozialhilfe, bei den Ergänzungsleistungen, Stipendien, Direktzahlungen, Subventionen und so weiter. Überall, wo das zum Lebensunterhalt dient, wird der Betrag des bedingungslosen Grundeinkommens dann da nicht mehr enthalten sein müssen. Denn den hat man bedingungslos. Was man darüber hinaus braucht, ist was anderes. Das muss bleiben. Was haben wir jetzt? Einmal über eine staatliche Regelung, was all die Einkommen angeht, zum Beispiel die Sozialeinkommen, und am Arbeitsmarkt, im Wettbewerb, als Verhandlungen der Löhne, geringere Lohnkosten, geringere Steuern, denn der Staat muss nicht mehr so viel Geld einnehmen, gibt ja auch nicht mehr so viel aus an Einkommen, geringere Sozialabgaben, denn die Sozialkassen geben nicht mehr so viel Geld aus. Das heißt, geringere Löhne, geringere Steuern, geringere Sozialabgaben verringern Produktionskosten, Herstellungskosten, bewirkt im Wettbewerb am Markt geringere Preise für uns als Konsumenten. Jetzt haben wir eine Preishöhe und ich sage nochmal, wir sind beim Prinzip, wir sind nicht bei 1000 Details, dem Außenhandel und so weiter. Wir haben die Preise von heute und sie können sinken, um das Geld, das jetzt nicht mehr in den Einkommen, die es schon gibt, wie bisher, finanziert wird. Das heißt, sie können sinken, um diese Höhe, die aus den Einkommen rausgeht. Und ihr seht, oder seht auch nicht, hier wird ein Platz frei. Das ist der Platz, der heute die Höhe eines Grundeinkommens in anderen Einkommen finanziert. Und dieser Platz wird frei, um jetzt als Abgabe oder Steuer damit das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Eine Minute noch. Es ist noch eine Minute. Ja, ja, super, genau. Eine Schweigeminute. Nochmal das Bild. Wenn ihr die Finanzierung verstehen wollt, dann so wie ich als Fachmann, indem man vom Grundeinkommen aus denkt, nicht von Zahlen und so weiter.
Grundeinkommen einführen heißt, wow, was wird wohl passieren? Neue Verhandlungen in den Löhnen, bei den Sozialleistungen, die bleiben, nichts wird gestrichen, aber diese Höhe vom Grundeinkommen nicht mehr. Was wird passieren dadurch? Die Preise für uns Konsumenten werden sinken, weil die Herstellungskosten sinken. Was ist da raus aus den Preisen? Das, was vorher in den Einkommen drin war, an Grundeinkommenshöhe, das finanziert jetzt das bedingungslos gewordene Grundeinkommen als Abgabe oder Steuer. Das heißt, dann sind die Preise, wie sie waren, im Prinzip, im Durchschnitt, nochmal, wir sind beim Prinzip, und wir finanzieren genauso das bedingungslos gewordene Grundeinkommen wie vorher die Anteile in den Einkommen, die einer Grundeinkommenshöhe entsprechen, die da mehr oder weniger nicht mehr drin sind. Enno Schmidt, deine Zeit ist vorbei. Wow. Dankeschön. Rainer Eichenberger, Sie haben das Wort. Wenn Sie über solche Dinge nachdenken, denken Sie nicht so kompliziert, sonst wird es Voodoo-Economics. Natürlich hat das Grundeinkommen Vorteile. Das heutige Sozialsystem ist ein großes Problem. Bedingte Sozialhilfe heute, wenn die Leute ihre Sozialhilfe bekommen, 2.000 bis 2.500 bis 3.000 Franken. Wenn sie beginnen zu arbeiten, wird ihnen 100% weggenommen. Das gibt ein großes Problem. Die Sozialhilfe, vor allem die Leute stecken darin fest. Wenn wir jetzt ein Grundeinkommen hätten, als erstes denkt man natürlich, ja, das wäre alles gelöst. Das Problem ist nicht, dass die Leute nicht mehr arbeiten, wenn sie 2.500 Franken bekommen. Professoren haben ein Grundeinkommen von etwa 200.000 Franken und arbeiten trotzdem wie die Esel. Bill Gates hat 2 Milliarden Grundeinkommen aus seinen Kapitaleinkünften, arbeitet trotzdem wie ein Esel. Also das ist es nicht, das Problem. Das Problem ist, es muss finanziert werden. Und wenn wir diese 200 Milliarden, was das Grundeinkommen kosten würde, abzüglich der 50 Milliarden, die wir irgendwie verrechnen können, AHV aufheben und so weiter, finanzieren müssen, die 150 Milliarden, brauchen wir Steuersätze, die, wenn wir es auf die Mehrwertsteuer abwälzen, zuerst mal wenigstens 50% höher sind als die heutigen, sind wir bei 60%. Wenn man dann nicht will, dass die Grundeinkommensbezüger auch die Steuern tragen, sprich die Einkommen wird dann tiefer, wenn die Preise steigen, müssen wir noch höhere Steuersätze haben auf den anderen und das Grundeinkommen erhöhen. Wenn wir es finanzieren über eine Einkommenssteuer, brauchen wir Einkommenssteuersätze, und da sind sich die Ökonomen einig, von 100% für das heutige Grundeinkommen. Nicht finanzierbar. Wenn wir es anders machen, was jetzt gesagt wird, so, ja, wir verrechnen das, das ist ja alles, können das verrechnen, heißt das, dass Leute, die beginnen zu arbeiten, jeder kriegt 2.500 Franken, aber die ersten 2.500 Franken, die man selbst verdient, muss man gleich wieder abgeben. Da sind wir erstens genau wieder in der heutigen bedingten Sozialhilfe. Hören Sie auf mit diesem Lügenwort, bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist nicht bedingungslos, es ist bedingt darauf, dass man nicht arbeitet, der neue Vorschlag der Finanzierung. Und wir wissen, was das für Probleme bereitet. Und wenn man es bedingungslos noch kriegt, das Grundeinkommen, nicht mehr mit der heutigen Stigmatisierung der Sozialhilfe, wissen wir, dann nehmen es mehr Leute und dann bricht die Finanzierung erst recht zusammen. Es gibt auch noch eine positive Nachricht. Weitere Vorschläge, die kommen, man soll sie über die Finanztransaktionssteuer finanzieren. Ah, die Finanztransaktionen sind ja 300 Mal größer als das Bruttoinlandprodukt. Da reicht eine ganz, ganz kleine, minime Steuer, um das Ganze zu finanzieren. Das ist diese totale Naivität. Ich weiß nicht, die Ökonomen, die das eingebracht haben, da steckt fast böser Wille dahinter. Wie kann man, wenn das Bruttoinlandprodukt, die Steuer, Bruttoinlandprodukt, die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung, diese riesigen Zahlungen nicht hergeben, dann ist es erst recht unrealistisch, die aus einem kleinen Teilbereich herauszupressen, dem Finanzmarkt. Der Finanzmarkt insgesamt hat, je nachdem, wie man rechnet, irgendwo 4 bis höchstens 10% der Wertschöpfung einer gesamten Volkswirtschaft. Das heißt, unfinanzierbar rein aus dem Finanzmarkt. Undenkbar, dass man so finanziert. Auch das Argument, das Geld sei schon vorhanden und deshalb sei das kein Problem. Ja, das ist so, wie wenn Sie sagen, wenn wir Kampfflugzeuge kaufen, kostet das nichts, das Geld ist ja schon vorhanden. Natürlich ist das Geld schon vorhanden, um die Kampfflugzeuge zu kaufen. Das Problem ist nur, wir müssen es den Konsumenten und den Steuerzahlern zuerst wegnehmen, um Kampfflugzeuge zu kaufen. Genau das Gleiche hier, um Grundeinkommen zu finanzieren, müssen wir es den einen wegnehmen mit exorbitanten Steuersätzen
und den anderen geben. Leute weichen aus bei solchen Steuersätzen, das wissen wir alle, das wissen Sie von sich selbst. Man beginnt bei der Steuerdeklaration etwas zu vergessen, zu verdrängen. Man lässt sich irgendwie anders auszahlen. Man geht vielleicht ins Ausland, um zu verdienen oder zu konsumieren. Man geht in die Schattenwirtschaft. Um das Grundeinkommen trotzdem zu finanzieren, braucht es einen Kontrollstaat, der die Leute kontrolliert und überwacht. Das heißt, das Grundeinkommen, so wie es hier propagiert wird, führt nicht in die Freiheit, sondern in die Sklaverei und in ein Zwangssystem. Ich bin dagegen, dass wir dieses Zwangssystem gehen. Eine Minute. Danke. Jetzt kommt die gute Botschaft. Es gibt eine Alternative und ich kann niemand verstehen, der hier sitzt fürs Grundeinkommen ist, nicht schon längst gewechselt hat. Die Alternative ist das Grundkapital. Vernünftige Eltern geben ihren Kindern nie eine lebenslange Grundeinkommensrente. Das macht niemand, weil man weiß, das macht die Kinder kaputt, wenn sie jeden Monat einen Scheck bekommen bis ans Lebensende. So, man zahlt ihnen ein Grundkapital, sagt, liebes Kind, da kriegst du eine kleine Grundausstattung, wir überwachen dich noch am Anfang, wie du das ausgibst, und wenn sie es dann vernünftig machen, dann gibt man ihnen mehr Freiheiten. Und genau dieses System soll der Staat übernehmen. Jeder soll 100.000 Franken bekommen. Da kann man auch noch ein bisschen schöner diskriminieren zwischen Inländern und Ausländern und Zugewanderten. Jedes Kind kriegt jedes Jahr 5.000 Franken, bis es 20 ist, und dann hat es 100.000, kann vorher schon kleiner Kapitalist werden, so ein bisschen anlegen und so, schön verzinst. Dann kann er das gebrauchen, er kann sich 4 Jahre Grundeinkommen zahlen, wenn er sonst keine Einnahmen hat, ist reguliert, also man kann nicht ein Ferrari kaufen, sondern keine Steuern sonst zahlt, kann man das für sich selbst verwenden, hat 100% Superanreiz zu arbeiten, weil wenn man dann arbeitet, muss man nicht gleich Steuern zahlen, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Und es geht ab vom eigenen Grundkapital. Man kann sich mit diesem Grundkapital die Unigebühren zahlen. Die Unis werden befreit, können höhere Gebühren verlangen, kostenorientiert, aber die Studenten haben alle Geld, mit dem sie bezahlen können. Und wir können die Sozialhilfe abschaffen, weil jeder Zeit ist um. Danke, ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören. Dieses Grundkapital, das ist die Alternative, die gleichen positiven Vorteile, ohne irgendwelche Nachteile, und ist finanzierbar. Besten Dank. Wir sind bei der zweiten Frage. Wer arbeitet dann noch, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt? Ich bitte auf die Pro-Seite Theo Wehner, Arbeits- und Organisationspsychologe an der ETH. Herzlich willkommen. Und auf der Kontraseite bitte ich Lukas Rühli, Projektleiter von Avenir Swiss, auf das Podium. Herzlich willkommen. Und ich würde, glaube ich, jetzt gerade mal wechseln, dass wir jetzt mit dem Kontra anfangen und nachher aufs Pro gehen. Gut, okay. Ich habe, glaube ich, mit Ihnen abgemacht, dass ich für diese Frage ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe. Ich werde bei der nächsten für dich kurzfristig auch eingesetzt werden, dafür höchstens 2 Minuten brauchen. Also wäre ich froh, wenn ich jetzt so 7,5 kriege. Da wird gefeilt. Aber ich werde 10 Minuten nicht übertreffen insgesamt. Einfach kurz vielleicht vorneweg, ich halte das Grundeinkommen nicht nur darum für eine schlechte Idee, weil es irgendwie schwierig zu finanzieren wäre, sondern ich finde es grundsätzlich eine falsche, ja im wortwörtlichen Sinn eine irrsinnige Idee, weil es ist unnötig, es ist ungerecht, es ist auch unsozial und es wird langfristig desaströse Konsequenzen für die Gesellschaft haben. Auf einige dieser Punkte werde ich hier jetzt nicht eingehen können, weil ich muss ja eben die Frage beantworten, werden wir trotzdem Grundeinkommen noch arbeiten? Die werde ich jetzt auch beantworten. Ich möchte allerdings zu Beginn diese Frage noch ein bisschen umgeformt behandeln. Das ist nämlich auch eine sehr wichtige Frage. Und zwar, wird es in Zukunft überhaupt noch genug Arbeit für alle haben? Ja, diese Frage, die hört man immer wieder von den Befürwortern des Grundeinkommens, beziehungsweise man hört gleich die Antwort darauf, nämlich nein. Und darum sei das Grundeinkommen ohnehin ein unvermeidbares Instrument, weil wir in Zukunft wegen der Automatisierung großflächig arbeitslos würden. Ja. Jetzt diese Idee, die ist grundsätzlich falsch oder eben irrsinnig, weil schauen wir 200 Jahre zurück, wir haben etwa 200 Jahre Industrialisierung hinter uns mit entsprechender Automatisierung. In diesen 200 Jahren hat sich der Output pro Kopf etwa verzwanzigfacht, währenddem die mittlere Arbeitszeit eines Erwerbstätigen, die hat sich halbiert. Ja. Und
Es hat in diesen 200 Jahren riesige Umbrüche in der gesamten Branchenstruktur in der Wirtschaft gegeben. Vor 200 Jahren, 1815, war weit über die Hälfte der Bevölkerung waren Bauern. Ja, die waren damit beschäftigt, unmittelbar unseren physischen Lebensunterhalt zu garantieren. Heute haben wir noch etwa 3% Bauern. Und diese 47% Bauern, die wir nicht mehr brauchen, die sind offensichtlich nicht arbeitslos. Ja. Und höchstwahrscheinlich wird es in der Zukunft gleich weitergehen. Beziehungsweise brauche ich glaubwürdigere Begründungen, warum jetzt das plötzlich in den nächsten Jahrzehnten sich systematisch ändern sollte. Sie werden wahrscheinlich noch viele Futurologen hören, die Ihnen sagen, der und der und der Job fällt weg. Das mag sein, Jobs werden wegfallen, aber andere Jobs werden ganz bestimmt entstehen. Und wir können eigentlich froh um Automatisierung sein. Es kann uns gar nichts Besseres passieren als Automatisierung. Das heißt nämlich, dass wir weiterhin noch weniger arbeiten müssen und einen noch höheren Wohlstand genießen können. Und es wird oft gesagt, das Grundeinkommen garantiere, dass das überhaupt erst funktioniert. Ich bin der Meinung, das Grundeinkommen wird eben genau dazu führen, dass dieses System nicht funktioniert. Weil, jetzt kommen wir zu der Arbeit, werden wir weiterhin arbeiten mit dem Grundeinkommen. Meine Theorie, die ich jetzt geäußert habe, ist, es wird jeder ein bisschen weniger arbeiten, klar, weil Maschinen werden uns das Leben erleichtern. Wenn wir jetzt aber ein Grundeinkommen haben, ja, da kommt es natürlich auf die Finanzierung an, wie das mit den Arbeitsanreizen aussieht, das hat der Herr Eichenberger schon kurz erklärt. Die reine ursprüngliche Idee des Grundeinkommens ist die, dass jeder 2.500 Franken kriegt, unabhängig davon, wie viel Erwerbseinkommen er noch sonst verdient. Das wurde auch schon erwähnt, das kostet 208 Milliarden Franken. Tatsächlich wären die Arbeitsanreize in diesem System nicht wahnsinnig negativ. Ja. Das Problem ist aber, das wurde auch schon erwähnt, ist natürlich die Finanzierung. Wir können eine Mehrwertsteuer dann erheben in der Höhe von 56%. Herr Rühli, Sie haben noch eine Minute, ich schlage noch eine drauf, dann haben Sie noch zwei Minuten. Von fünf oder von siebeneinhalb? Von fünf, also jetzt haben Sie noch zwei. Von fünf oder von siebeneinhalb? Nein, ernsthaft, ich brauche noch... Sieben, von sieben. Okay, also. Gut. Also, das Problem, dass eben, das muss über die Steuern finanziert werden. Wenn wir so eine hohe Mehrwertsteuer haben, dann wird natürlich das Grundeinkommen von 2.500 Franken auch nicht mehr ausreichen, weil die Preise ja steigen werden. Und dann kommen wir so in eine Spirale rein, die dann früher oder später komplett das System zusammenstürzen lässt. Jetzt das andere System, das will ich, egal was Sie mir sagen, noch kurz erklären, das kostet mich vielleicht zwei Minuten, das ist das, zu dem man unterdessen übergegangen ist, weil das ist viel, 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 viel günstiger in einem rein statischen System. Das ist auch das, was das Bundesamt für Sozialversicherungen beurteilt hat. Das ist eben diese Lösung, dass jeder Franken Erwerbseinkommen ab dem ersten Franken das Grundeinkommen 1:1 ersetzt. Dann ist natürlich die Sache sehr günstig. Das einzige Problem ist, ob Sie gar nichts arbeiten oder ob Sie arbeiten und 2.500 Franken Erwerbseinkommen verdienen, spielt keine Rolle. Sie haben am Schluss immer 2.500 Franken Einkommen. Das wird für Hochqualifizierte keine drastischen Auswirkungen haben, völlig klar, weil mit 2.500 Franken lebt es sich nicht allzu bequem. Ja. Das wird aber drastische Auswirkungen haben für Mütter. Stellen Sie sich Teilzeiterwerbstätigkeit bei Müttern vor, die wird komplett unattraktiv. Sie ist schon heute unattraktiv, weil die Kinderbetreuungskosten relativ hoch sind. Sie wird so komplett eliminiert werden. Das ist die erste Gruppe. Also wenn Sie die Mütter zu Hause wieder zurück an den Herd schicken wollen, müssen Sie unbedingt für das Grundeinkommen stimmen. So, jetzt ist Ihre Redezeit vorbei. Entschuldigung, ich bin fertig bald. Ich mache nachher eine Minute. Ja, ja. Ein Abschlusssatz. Ich mach nachher eine Minute. Ich werde 10 Minuten nicht überschreiten, das habe ich Ihnen versprochen. Die andere Gruppe, das sind die... Ja, es kommt... Halt die Fresse. Nein. Wenn Sie weniger klatschen, können wir die Zeit wieder einsparen. Ich glaube, ich muss beenden. Ich kann... Ich übergebe das Wort der Pro-Seite... Theo Wehner, es ist an Ihnen. Soll ich mich für das Wort bedanken, wenn es jemandem entzogen wird?
Ich bin da, um, wer arbeitet dann noch? Ich frage mich, wer bleibt dann noch, wenn doch schon alles geklärt ist? Der Enno Schmidt hat es vereinfacht dargestellt. Herr Eichenberger weiß, dass es nicht finanzierbar ist. Das haben Sie jetzt nochmal gehört. Also ich frage mich, wer bleibt eigentlich noch? Sie, schätzungsweise wollen Sie gar nicht zwischen Pro und Contra unterscheiden, sondern ein Stück weitergehen. Mein Pro richtet sich an ein Pro für eine Tätigkeitsgesellschaft. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist wohl eine der möglichen Denkangebote, gerade für die Arbeitswissenschaften, diesem Gedanken der Tätigkeitsgesellschaft näher zu kommen. Das Kontra ziehe ich aus der Arbeitsgesellschaft. Und ich mache also einen Unterschied zwischen der Tätigkeit und der Arbeit, also den Jobs. Wo kommt das her? Sie hören immer wieder, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das ist für die Sozialanthropologie auch das beste Menschenbild. Ich komme aus der kulturhistorischen Schule. Das war vor der Oktoberrevolution schon eine Theorie. Es war sie auch im Stalinismus und hat überlebt. Und sie ist es auch heute noch. Es ist der humanistische Sozialismus. Und dort gehen wir davon aus, der Mensch ist ein tätiges Wesen. Kaspar Hauser war tätig, bevor er in Nürnberg auf dem Marktplatz ankam. Und es ist nicht gelungen, ihn zu sozialisieren. Er ist in der Integration in das Sozialleben, wie immer die Legende auch geht, zumindest durch Selbsttötung, ausgestiegen. Wichtig ist aber eben, dass er tatsächlich vorher tätig war. Und deshalb ist diese Frage für mich, wer arbeitet dann noch, eine des Menschenbildes, die ich auch nicht nur aus Empathie für die Arbeit oder so wie vorher aufgezählt wurde, wer da alle arbeitet, die Hochschullehrer wie die Esel und die anderen auch, sondern es gehört zu unserem Menschsein in hohem Maße. Und das haben wir natürlich auch versucht, gemeinsam mit den Gewerkschaften, gemeinsam mit einer arbeitnehmerorientierten Sozialdemokratie, etwa durch Programme der Humanisierung des Arbeitslebens zu realisieren, Gestaltungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die diesem Ziel näher kommen. Und daraus speist sich ein Teil meiner Resignation oder meines Kontras an diese Arbeitsgesellschaft. Wir haben aus einer Fremdbestimmung eine Selbstausbeutung werden lassen, obwohl wir bessere Kriterien zur Beurteilung von Arbeit und auch zur Gestaltung von Arbeit haben. Das heißt, es braucht wohl einen radikaleren Systemwechsel, um das, was wir aus der Erwerbsarbeitswissenschaft wissen, für eine Tätigkeitsgesellschaft zu transferieren. Und das könnte diese Basis sein, das tatsächlich ein Grundeinkommen das ermöglicht. Dann ist es aber eben auch nicht so, im Film haben Sie es vielleicht gehört, dass davon geredet wurde, dass wenn wir dann das Grundeinkommen haben, dass ein altruistischer Instinkt greift. Ich denke, wir müssen nicht zurück auf die Instinktebene. Wir können auf der Ebene des Individuums, des Humanums bleiben, denn wir sind tätige Wesen, die auch durch Anreize zwar in einer gewissen Weise motiviert werden können, aber durch Selbstbestimmung, und das sind die Basic Needs, die wir kennen, die der Autonomie, des sozialen Zusammenseins und der Kompetenz gespeist werden. Von daher ist diese Frage, wer arbeitet noch, eine rhetorische Frage und sie ist gerichtet an Ihr Menschenbild, nicht an das, warum Sie heute arbeiten, denn das tun Sie sicher auch noch aus ganz anderen Gründen. Sehr wohl kann man arbeiten gehen aus einer protestantischen Grundhaltung heraus, das war Max Weber, aber er ist damals schon hart kritisiert worden, es gab genügend, Henrik Grossmann etwa, der damals schon gesagt hatte, aus Zwang wird innerhalb des kapitalistischen Systems sehr wohl gearbeitet, auch wenn das keine Zwangsarbeit ist. Also das Grundeinkommen ermöglicht eine Tätigkeitsgesellschaft, in der wir tätig sind, eventuell in Bereichen der Erwerbsarbeit, sehr sicher auch in ganz vielen anderen Bereichen, die heute unbezahlte Arbeit sind. Ich habe die letzten 15 Jahre mich nur mit frei gemeinnütziger Tätigkeit beschäftigt, um zu sehen, welche Motive dort wirken. Das war ja schon immer unpaid work. Und es gibt einen Riesenkatalog an Arbeiten, der nicht nur nicht bezahlt wird, sondern der überhaupt nicht bearbeitet wird. Und vielleicht Herr Wehner, Sie haben noch eine Minute. Ich schenke sie Ihnen. Schönen Dank. Dankeschön.
Wir kommen zur dritten Frage. Kommen dann mehr Ausländerinnen in die Schweiz? Auf der Pro-Seite würde ich Professor Sascha Liebermann, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Fachbereich Bildungswissenschaft. Ich bitte Sie aufs Podium. Und auf der Kontraseite darf ich Lukas Rühli nochmal, der Projektleiter von Avenir Swiss, nochmal bitten. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank. Warum wandern Menschen und suchen eine neue Heimat? Dafür kann man drei wesentliche Gründe erkennen. Das eine ist, sie suchen nach Möglichkeiten ohne Not. Der zweite ist, sie suchen nach Möglichkeiten aus Not, weil sie vor Krieg flüchten müssen. Oder sie suchen nach Möglichkeiten aus Not, weil sie in Armut leben. Diese Phänomene kennen wir heute schon. Und alle Staaten, die nichts anderes sind als Gemeinwesen, müssen darauf eine Antwort finden, wie sie mit dem Bestreben umgehen. Dafür gibt es Regelungen im Aufenthaltsstatus, ganz verschiedene, in den Ländern verschieden gehandhabt. Aber ein Problem, das es heute schon gibt, was würde das Grundeinkommen daran ändern? Mir scheint hier eine kurze Antwort auszureichen. Wenn heute schon diese Länder, zum Beispiel in Europa, attraktiv sind für Menschen aus Regionen mit weniger Wohlstand, dann würde das Grundeinkommen hier keine bedeutsame Veränderung mit sich bringen. Denn die Frage, ob jemand einen Aufenthaltsstatus erhält, der ihn dann zum Grundeinkommen berechtigt, die bleibt in Zukunft so, wie sie ja heute auch beantwortet werden muss. Und daran ändert das Grundeinkommen gar nichts. Vielen Dank. Dankeschön. Lukas Rühli, ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, ich werde mir jetzt viel Feinde schaffen, aber meine erste Minute für die Beendigung des letzten Statements verwenden und meine zweite und dritte Minute für diese Frage, und dann habe ich nämlich nicht überzogen. Die andere Gruppe, die aus dem Erwerbsleben wahrscheinlich, ja nicht komplett, aber teilweise ausscheiden wird, sind natürlich die ganz niedrig Qualifizierten. Und zwar die, die nur schon vielleicht mit 15 oder 20 sehen, dass sie jetzt wahrscheinlich halt nicht das riesige Potenzial für ein großes Einkommen haben werden. Wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie als 18-Jähriger 2.500 pro Monat steuerfrei bar auf die Hand kriegen, ja, dann wird sich das ein Jugendlicher schon sehr gut überlegen, wenn er sich es überhaupt noch überlegt, ja, ob er sich anstrengen will, um eine einigermaßen vernünftige Bildung abzulegen, ob er noch einen 100%-Job haben will, damit er irgendwie 4.000, 4.500 Franken verdient, die er dann auch noch versteuern muss, oder ob er 2.500 Franken steuerfrei einstreicht, sich vielleicht gut organisiert, mit ein paar Zimmergenossen, Viererwege gründet, die haben 10.000 pro Monat zur Verfügung. Ich glaube, damit lässt sich einigermaßen komfortabel leben, wenn man noch nichts Größeres gewohnt ist. Und das ist eben genau diese Gefahr des Grundeinkommens, dass es erst in diese Zwei-Klassen-Gesellschaft führen wird, durch die es sich ja eigentlich begründet sieht. Ja. Also auf der einen Seite die Klasse der nicht gut gebildeten Leute, die dann nicht mehr arbeiten, auf der anderen Seite die Klasse der gut ausgebildeten, die erstmal weiterhin arbeiten werden, aber die dann natürlich, wenn das Grundeinkommen durch die Nichtarbeitenden immer teurer wird, auch irgendwann mal sagen werden, ja, aber sorry, für was sollen wir so viel arbeiten und einen so großen Teil unseres Verdienstes eigentlich für die Nichtarbeitenden abgeben. Die werden wahrscheinlich trotzdem nicht aufhören zu arbeiten, aber sie werden einfach ausziehen. Sie werden in ein anderes Land ziehen. Und damit sind wir beim Thema Migration schon. Beim Thema Migration habe ich nicht wahnsinnig viel zu sagen. Da stimme ich meinem Pro-Redner zu großen Teilen bei. Selbstverständlich wird zwar die Schweiz viel attraktiver für Einwanderer. Also ich habe einen Kollegen, der hat in Bolivien, also einen Schweizer Kollegen, ein kleines Touristenbüro aufgemacht. Ich habe den gefragt, ja, wie viel verdient ihr dort so im Durchschnitt? Das sind 500 bis 1.000 Franken pro Monat, ja. Und das hat er seinen Bolivianern erzählt, was die Schweizer vorhaben. Und wenn die hören, dann kriegt jeder 2.500 Franken, ohne etwas dafür zu machen. Die halten das für komplett irrsinnig, oder? Also das sind einfach die Relationen. Aber de facto
mein Vorredner hat völlig recht, wird sich nicht viel verändern, weil all diese Drittländer, die sind ohnehin schon stark kontingentiert. Ja. Man kann gar nicht einfach so in die Schweiz einreisen. Insofern spielt das gar keine Rolle, wie groß die Nachfrage ist. Das Problem haben wir natürlich einzig mit der EU. Zumindest im Moment haben wir noch die Personenfreizügigkeit und die wollen wir irgendwie auch bewahren. Ja. Und Grundeinkommen und Personenfreizügigkeit, das geht nicht zusammen. Das hat sogar Oswald Sick, Mitinitiant dieser Initiative, vor einigen Tagen in der Zeitung zugegeben. Er hat gesagt, Grundeinkommen und Migration, das geht nicht. Das Grundeinkommen, wenn es einseitig von der Schweiz eingeführt wird, wird so nicht funktionieren, wegen der Migrationsproblematik. Vielen Dank. Dankeschön. Und somit sind wir bei der vierten Frage. Werden damit alle Sozialleistungen gestrichen? Ich bitte auf der Pro-Seite Silvia Schenker, die SP-Nationalrätin. Und auf der Kontraseite Luca Urghese, Parteipräsident der Basler FDP. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir wechseln wieder. Die Kontraseite fängt an. Besten Dank. Die Antwort vorweg, auf lange Sicht ja. Ich möchte hier in der gebotenen Kürze zwei Umsetzungsvarianten anschneiden, um mich der Frage zu nähern. Variante 1 entspricht der Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens in seiner reinen Form. Wir zahlen jedem das bedingungslose Grundeinkommen und streichen im Gegenzug sämtliche Sozialleistungen. In einem kürzlich in der Basler Zeitung erschienenen Interview verwies Mitinitiant Daniel Haeni auf Hannah Arendt. Von dieser habe er gelernt, dass es entscheidend sei, die Menschen zur Selbstverantwortung zu erziehen. Nehmen wir das beim Wort, bedeutet das, wir geben den Menschen die Mittel in die Hand, um für sich selbst zu sorgen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Wir geben den Menschen also so viel finanzielle Mittel, dass sie auch vorsorgen können, sich privat versichern können für all dies, wofür der Staat heute Zwangsversicherungen vorsieht, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Invalidität und so weiter. Man müsste dann aber auch konsequent sein. Wer Selbstverantwortung ernsthaft trägt, diese aber nur ungenügend wahrnimmt, beispielsweise indem eine bestimmte Versicherung nicht abschließt, muss die entsprechenden Konsequenzen tragen. Und die Gesellschaft müsste bereit sein, diese Konsequenzen zu ertragen. Sie und ich wissen, dass dies nicht der Fall sein wird. Niemand will die sprichwörtlichen Toten auf der Straße sehen. Wir landen also bei Variante 2, der Variante, die von den Initianten propagiert wird. Wir zahlen jedem nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen, sondern wir zahlen denjenigen, welche von vorher vom Staat mehr Leistungen bezogen haben, die über dem Schwellenwert liegenden Leistungen auch weiterhin. Gewissermaßen der Batzen und das Weckli, was nicht untypisch ist für Utopien. Man leuchtet das Positive hell aus, nämlich dass jeder bedingungslos Geld bekommen soll und lässt das Negative weg, beziehungsweise verspricht gleichzeitig auch die Segnungen des heutigen Systems zu belassen. Argumentativ ist das verständlich, wenn Sie bedenken, dass beispielsweise fast 370.000 Menschen Ergänzungsleistungen brauchen, welche höher sind als das Grundeinkommen von 2.500 Franken. Offensichtlich hat die Utopisten hier wohl der politische Realismus gepackt. Intellektuell aber halte ich es für unredlich, weil das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens nicht konsequent zu Ende geführt und den Menschen nicht tatsächlich Selbstverantwortung übergeben wird. Sozialversicherungen basieren auf der Solidarität der Mitmenschen. Wer es zu leisten vermag, zahlt über verschiedene Kanäle in den großen Topf ein, aus dem diejenigen unterstützt werden, welche sonst aus unverschuldeten Gründen in ernsthafte Existenzprobleme geraten würden. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn Sie es als solidarisch bezeichnen, wenn ich mich in die Hängematte legen kann und Sie das mitfinanzieren müssen, dann ist es zwar unheimlich nett von Ihnen, aber dann sollten Sie vielleicht Ihre Definition von Solidarität kritisch hinterfragen. Die Initianten argumentieren gerne mit einer schönen repräsentativen Umfrage, wonach nur 2% angeben, sie würden bestimmt aufhören zu arbeiten. Nehmen Sie auch diejenigen dazu, die sich das unter Umständen vorstellen können, sind es schon nur 10%. Finde ich persönlich schon relativ viel. Und dann müssen Sie vielleicht auch die richtige Frage stellen. Nämlich, würden Sie aufhören zu arbeiten, wenn es Ihr Nachbar tut und Sie ihm mit Ihrem Einkommen aus Zwangssolidarität ein Grundeinkommen finanzieren müssten. Mal sehen, welche Werte Sie dann bekommen.
Es wäre der Anfang vom Ende der Solidarität. Denn ich bin bereit, dem zu helfen, der Hilfe benötigt, aber nicht dem, der meine Solidarität missbraucht. Dankeschön. Ich übergebe das Wort Silvia Schenke. Herzlichen Dank für das Wort und auch danke für diesen Anlass. Ich finde das sehr spannend, dass wir hier zusammen diskutieren können. Wer mich kennt, der weiß, dass ich niemals Hand geboten hätte, das bedingungslose Grundeinkommen zu unterstützen, wenn damit die Absicht verbunden wäre, die bisherigen Sozialleistungen alle komplett zu streichen. Niemals hätte ich als Sozialpolitikerin, die ich seit vielen Jahren mit Vehemenz alle Sozialversicherungen verteidige, allen Abbau zu verhindern versuche, hätte ich dafür Hand geboten. Wenn Sie den Initianten und Initiantinnen zugehört haben, vorhin auch Enno Schmidt, dann ist das klar nicht die Absicht der Initiative, sämtliche Sozialleistungen zu streichen. Die Initianten haben nicht klare Vorstellungen entwickelt, wie das aussehen könnte. Ich aber habe klare Vorstellungen. Ich stelle mir vor, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusätzlich noch so ein System wie die Ergänzungsleistungen bestehen müsste, wie das heute schon der Fall ist. Es wird oft als Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen wird die AHV beigezogen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Dort gibt es eine AHV-Rente, die ist auch heute schon in dem Sinn bedingungslos. Das heißt, die Leute bekommen die AHV-Rente, weil sie Beiträge einbezahlt haben, aber sie bekommen sie bedingungslos. Und wer nicht genug zum Leben hat, wem das nicht reicht, der hat das Recht, Ergänzungsleistungen zu beantragen. Ein solches System würde ich mir für die Zukunft vorstellen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Bleibt die Frage, die auch immer wieder, vor allem in der Linken, diskutiert wird, wäre es mit dem heutigen Parlament, wie es heute ist, möglich, ein solches System zu etablieren oder würde nicht, so wie die politischen Mehrheitsverhältnisse sein, die Gefahr drohen, dass ein Abbau stattfinden würde. Da kann ich Ihnen nur sagen, im Parlament sind alle Sozialversicherungen immer unter Druck. Wir haben in der entsprechenden Kommission, in der ich tätig bin, jetzt die Rentenreform, die wir behandeln. Auch dort besteht massiver Druck auf die Renten. Das ist so, das wird auch in Zukunft so sein. Es wird aber auch in Zukunft so sein, dass letztendlich die Stimmbevölkerung darüber entscheidet, wie hoch die Sozialleistungen sind. Es sind Gesetze, die das definieren, Gesetze, die von der Bevölkerung und Verfassungsbestimmungen, die von der Bevölkerung angenommen werden müssen. Das heißt, es liegt an uns allen zu entscheiden, wie das in Zukunft aussehen kann. Und ich werde, solange ich handeln und denken kann, werde ich mich dafür einsetzen, dass die Sozialleistungen erhalten bleiben, mit oder ohne Grundeinkommen. Dankeschön.